Eines Tages war Rapunzel im Wald spazieren und sah eine sehr interessante Blume. Schau, Klapsi, so eine schöne Blume habe ich noch nie gesehen. Klapsi sprang aufgeregt aus Rapunzels Haar, landete auf der Blume und roch an ihr. In diesem Moment änderte sich die Farbe der Blume von rosa zu schwarz. Sie öffnete ihren Mund und verschluckte Klapsi wie ein Vakuum. Klapsi, nein, nein! Rapunzel versucht, Klapsi festzuhalten, aber sie schaffte es nicht. Als sie den Stiel der Blume nahm und daran zog, merkte sie, dass sie verbunden war mit einer Röhre, die unterirdisch verläuft. Was ist das für eine Röhre? Und wohin ist Klapsi getrieben? Rapunzel begann durch den Wald zu gehen, während sie der Spur des Rohres folgte. Inzwischen beobachtete die böse Hexe Camilla glücklich, was vor sich ging, von ihrer magischen Weltkugel aus. Hier ist sie. Rapunzels beste Freundin wird bald in meinen Händen sein, Brummi. Camilla stand vor ihrem magischen Plan des Labyrinths. Sie beobachtete Klapsi auf ihrem Weg durch die verworrenen Röhren in Richtung ihres Turms. Wenn Rapunzel zur Rettung ihrer Freundin kommt, werden wir ihr die Haare abschneiden und werfen es in diesen Kessel, Brummi. Endlich fing das Rohr vor Camilla an zu vibrieren. Camilla hielt ihre Hände vor die Röhre und innerhalb von Sekunden fiel ihr Klapsi in die Hände. Hilfe! Lass mich los, du böse Hexe! Lass mich los! Camilla setzt Klapsi sofort in einen magischen Glaskasten. Dieser Kasten war schalldicht. Deshalb konnte Klapsi niemand hören. Und Klapsi konnte auch nichts von draußen hören. Und Rapunzel lief den ganzen Tag lang, um Klapsi zu finden. Oh, wo ist das Ende dieser Straße? Wo endet diese Röhre? Sie war gerade dabei, sich auf einen Stein zu setzen und auszuruhen, als sie durch die Bäume schaute und erkannte, dass die Straße zum Turm von Camilla führte. Dieser Turm! Oh, das gibt's doch nicht! Wir müssen in die Falle der bösen Hexe Camilla getappt sein! Rapunzel grub schnell den Boden um. Sie zog einen Teil des Rohres heraus und teilte es in zwei Teile. Das andere Ende dieser Röhre führt zu Camillas Turm. Sie nahm 5 Efeusamen aus ihrer Tasche heraus. Sie warf sie in die Röhre. Damit die Samen schnell wachsen, tropfte sie das heilende Wasser, das sie bei sich trug, hinein. Die Samen begannen schnell zu wachsen in dem Rohr mit Wasser. Camilla, die verräterische Pläne in ihrem Turm schmiedete, war sich des Efeus nicht bewusst. Wenn ich Rapunzels Haare klaue, wird sie keine Haarspange wie dich mehr brauchen. Ist es nicht so, Brummi? Während Camilla Klapsi geärgert hat, waren seltsame Geräusche aus der Labyrinthröhre zu hören. Brummi bemerkte das Geräusch und versucht sofort, Camilla zu warnen. Aber die böse Hexe Camilla scherte sich nicht um ihren Besen Brummi. Aber meine Dame, dieses Geräusch ist sehr unheimlich. Es werden schlimme Dinge passieren, sehr schlimme Dinge. Brummi, Brummi, mein feiger Besen. Das Geräusch, das du hörst, kann nur mein schönes Lachen sein. Genau in diesem Moment begannen lange Efeuzweige schnell aus dem Ende des Rohrs in den Turm zu sprießen. Camilla konnte ihren Augen nicht trauen, als sie den Efeu sah. Die Zweige wuchsen so schnell und dicht, dass sie den gesamten Raum in kürzester Zeit bedeckten. Camilla versuchte, auf Brummi zu entkommen, aber sie war schnell von den Ranken gefangen. Ich kriege den Efeu nicht weg. Oh, lass mich los. Bah, lasst mich los. Rapunzel beobachtete den Turm aus der Ferne und sah den Efeu, der aus der magischen Labyrinthröhre wuchs, aus dem Turmfenster überquillen.
Ich habe es geschafft. Das Innere des Turms muss komplett mit Efeu bedeckt sein. Jetzt kann ich meine Freundin Klapsi retten. Rapunzel näherte sich dem efeu-überdeckten Turm mit ihrem langen, goldenen Haar wie ein Seil durch das Fenster. Dann ist sie hochgeklettert und hielt sich an ihren eigenen Haaren fest. Während Camilla an den Efeu gefesselt war, sah sie Rapunzel reinkommen und dann hat sie alles verstanden. Rapunzel! Oh, bitte rette mich vor dem Efeu! Ich verspreche, dass ich dein Haar nicht anfassen werde! Das glaube ich dir nicht, Camilla. Du hast großes Unheil angerichtet, indem du meine Freundin Klapsi entführt hast. Aber du kannst wahre Freunde nie trennen. Während Klapsi in dem Glaskasten gefangen war, hat sie nach Rapunzel gerufen. Aber ihre Stimme war nicht zu hören. Rapunzel schaute sich um, konnte aber ihre Freundin Klapsi nicht finden. Klapsi! Klapsi! Wo bist du? Ich kann dich nicht finden! Rapunzel wirft schließlich ihr Haar in den Efeu. Ihr goldblondes Haar wandert durch die Zweige und fand schließlich Klapsi. Aber Rapunzel konnte nicht herausfinden, wie sie den magischen Glaskasten öffnen kann. Auf der anderen Seite schaffte es die böse Hexe Camilla, sich von dem Efeu zu befreien, dank ihrer magischen Schere. In dem Moment, als sie Rapunzel heimlich die Haare abschneiden wollte, fing der Efeu sie wieder und wickelte sie diesmal noch fester ein. Oh! Ah! Was ist denn hier los? Lasst mich los! Oh, ich habe wieder versagt! Rapunzel, dein goldenes Haar wird eines Tages meins sein! Rapunzel und Klapsi wurden endlich aus dem efeu-umrankten Turm von der bösen Hexe Camilla befreit, dank Rapunzels starkem Haar. Doch Klapsi war immer noch in dem Glaskasten gefangen. Rapunzel kam schnell zu dem Ort, wo die schwarze Blume war. Diesmal ist die Blume rosa geworden, als Rapunzel sich näherte. Schau, Klapsi, die Blume ist wieder hergestellt, seit sie die Röhren losgeworden ist. Vielleicht könnte sie uns jetzt helfen. Rapunzel näherte sich der Blume mit Klapsi in dem Glaskasten. In dem Moment erfüllte ein rosiges Licht die Umgebung. Der Glaskasten schmolz in dem Licht, das von der Blume leuchtete. Und befreit so Klapsi aus der Kiste, in der sie gefangen war. Ich bin gerettet! Ich bin gerettet! Ich danke dir, Rapunzel, ich danke dir! Als die rosa Blume von dem bösen Zauber befreit wurde, leuchtete sie hell auf die beiden engen Freunde. Von diesem Tag an verstanden Rapunzel und Klapsi, dass Freundschaften, die mit Liebe entstehen, jedes Übel überwinden können. Rapunzel und das Riesenüberraschungsei. Es war einmal, in einem weit entfernten Land lebte eine Prinzessin mit langen Haaren namens Rapunzel. Rapunzel ging eines Tages im Wald spazieren und sah keinen Vogel auf den Ästen. Weder ein Kaninchen hinter den Bäumen noch eine Gazelle am See. Weder ein Löwe noch ein Tiger. Es ist, als wären alle Tiere verschwunden. Ich habe den Wald noch nie so einsam gesehen, Klapsi. Ich auch nicht, Rapunzel. Schau, sogar die Bananen am Bananenbaum sind an ihrem Platz. Die Affen haben keine einzige davon gegessen. Plötzlich fiel ein riesiges Ei vor Rapunzel vom Himmel. Was war das? Ich kann es nicht glauben. Was war das? Ein riesiges Ei. Rapunzel und ihr Freund Klapsi näherten sich dem Riesenei und sahen es sich genauer an. Sie waren sehr neugierig, was sich in dem Ei befand, das sich von einer Seite zur anderen bewegte. Rapunzel dachte, dass sie das Riesenei warm halten sollte und wickelte ihre langen Haare um das Ei. Aber genau dann sprang das Ei plötzlich und landete weiter weg.
Unfähig, ihr Erstaunen zu verbergen, ging Rapunzel dem Ei nach und folgte ihm. Da ist definitiv etwas Lebendiges in dem Ei, Klapsi. Sonst könnte es sich doch nicht so bewegen. Wie haben denn ein riesiger Elefant, ein Bär und ein Pferd in ein Ei gepasst? Schau, Rapunzel, noch ein Ei. Da war noch ein großes Ei, das aus dem großen Ei herauskam. Es schwang nach links und rechts und sprang weiter. Rapunzel folgte ihm sofort. Bald sprang das Ei auf. Und ein langmähniger Löwe, ein kurzhaariger Tiger und ein pechschwarzer Puma sprang daraus hervor. Oh nein, das sind doch Tiere, die im Wald leben. Da muss ein böser Zauber im Spiel sein. Wer könnte das bloß sein? Das neue Ei, das auftauchte, schwang wie die anderen nach links und rechts und sprang diesmal auf einen See im Wald. Rapunzel eilte zum Seeufer, um zu helfen. Ein Krokodil und zwei Enten schlüpften aus dem zerbrochenen Ei. Alle unsere verlorenen Tierfreunde sind in den Eiern, Klapsi. Inzwischen schwang auch das neue Ei nach links und rechts und sprang woanders hin. Rapunzel kam wieder zu dem Ei und berührte es mit ihrer warmen Hand. Das Ei wurde heiß und zerbrach. Ein Affe, ein Eichhörnchen und ein Kaninchen schlüpften daraus. Natürlich kamen nicht nur Tiere, sondern auch ein weiteres Ei zum Vorschein. Auch dieses Ei schwang nach links und rechts und sprang auf den Ast des Baumes. Rapunzel warf ihr Haar in die Zweige des Baumes und wärmte es. Diesmal schlüpften alle möglichen Vögel aus dem kleinen Ei, das ganz oben zerbrach. Schau dir das an, Rapunzel! Sogar freie Vögel waren in dem Ei gefangen! Oh. Nur ein kleines Ei war auf der Spitze des Baumes übrig geblieben. Es war sogar so klein, dass es auf den Boden fiel. Es war kurz davor, auf dem Boden zu stürzen und zu zerbrechen, als Rapunzel ihn in der Luft auffing und rettete. Oh, wir haben es gerettet. Lass uns dich aufwärmen, kleines Ei. Mal sehen, was dieses Mal aus dir herauskommt. Zwischen Rapunzels Händen zerbrach das Ei und eine Raupe, eine Ameise und eine Heuschrecke schlüpften heraus. Rapunzel nahm das winzige Ei, das aus dem Ei herauskam, an ihre Lippen, um es zu erwärmen, und blies ihren warmen Atem. Das Ei, das gebraten wurde, als es heißer wurde, sprang plötzlich auf. Rapunzel wartete, aber es kamen keine Tiere heraus. Ist das alles? Ich schätze, es wird nichts dabei herauskommen. Und dann... Camilla, die böse Hexe, so klein wie eine Fliege, flog aus dem winzigen Ei. Camilla begann, auf Rapunzels Haare zuzufliegen. Pass auf, Rapunzel! Es ist die Hexe Camilla! Jetzt werde ich unter deine Haarwurzeln gehen und sie alle komplett rausreißen. Obwohl Rapunzel versucht hat, ihren Kopf mit den Händen zu bedecken, hat es die böse Hexe Camilla geschafft, durch ihr Haar zu kommen. Nun, nachdem ich meinen Zaubertrank hier eingegossen habe, wird alles erledigt sein.
Gerade als Camilla den Zaubertrank einschenken wollte, fing Klapsi sie plötzlich auf. Dann zog sie sie aus Rapunzels Haar und warf sie weit weg. Aber selbst das konnte Camilla nicht aufhalten. Du kannst mir nicht entkommen, Rapunzel! Mit einem schnellen Zauberspruch hat sie sich sofort zurückverwandelt. Während Rapunzel versuchte, vor der Hexe wegzulaufen, folgte ihr Camilla auf ihrem Besenstiel. Gib mir dein goldenes Haar, Rapunzel! Während Rapunzel zügig lief, verlor sie plötzlich das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Camilla wollte die Gelegenheit nutzen, um sie zu packen, aber ein riesiger Schatten fiel auf sie. Rache! In diesem Moment war der Drache Drado Rapunzels lieber Freund da, um zu helfen. Tatsächlich haben sich nicht nur Drado, sondern alle Tiere, die Rapunzel gerettet hat, dort versammelt, um zu helfen. Camilla, die Hexe, stieg auf ihren Besenstiel und ritt ängstlich davon, als sie so mächtige Tiere sah, die ihr den Weg versperrten. Rapunzels beste Freunde und die Waldtiere, die sie aus dem Riesenei gerettet hatte, haben versprochen, sie immer zu beschützen. Denn eine gutherzige Prinzessin weiß, dass das Leben im Wald zu schützen auch bedeutet, Blumen, Insekten, Bäume, Tiere und Menschen zu schützen.